Der Predigttext für heute Morgen ist aus Psalm 104. Und weil das so schöne Psalm ist, möchte ich die ganze mit euch lesen. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. In Pracht und Schönheit bist du gekleidet. Du hüllst dich im Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Im himmlischen Ozean stiehlst du die Balken, die das Obergeschoss deines Palastes tragen. Du machst die Wolken zu deinen Wagen. Flügel des Windes tragen dich überall hin. Du machst die Stürme zu deinem Boten. Feuer und Flamme nimmst du im Dienst. Du hast die Erde auf ihre Pfeile gesetzt. Sie wird niemals wanken, zu keiner Zeit. Die Fluten der Urzeit bedecken sie und wie ein Kleid. Wassermassen standen hoch über den Bergen. Doch dein Thron zwang sie zurückzuweichen. Vor deinem Donnerwetter liefen sie davon. Sie stürben die Berge hoch und die Täler hinab, bis zu dem Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht mehr überschreiten dürfen. Nie wieder dürfen sie die Erde bedecken. Quellwasser schickst du den Täler hinab. In Bachen fließen es zwischen den Bergen dahin. Alle Tiere auf dem freien Feld trinken daraus. Auch die Wildesel löschen dort ihren Durst. Die Flügel des Himmels bauen Nester an ihren Ufern und in Zweigen trällen sie ihr Lied. Aus den Wolken um deinen Palast lässt du Regen auf die Berge niedergehen, Wind und Wetter, die du gemacht hast. Schenken der Erde ihre Fruchtbarkeit. Vor das Vieh lässt du Gras wachsen und Getreide auf den Ackerbau des Menschen. So kann die Erde Brot vorbringen und Wein, die das Menschenherz erfreut. So gibt es Salböl für ein glänzendes Gesicht und Nahrung, die sie das Menschenherz stärkt. Die Bäume des Herrn erhalten Wasser genug, die Zedren des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort in ihren Zweigen nisten die Vögel, der Strauch ist auf den Zypressen zu Hause. Entschuldigung, der Storch ist auf den Zypressen zu Hause. In Hochgebirge hat der Steinbock sein Revier, der Klippdachs versteckt sich in den Felsen. Den Mund hast du die Freizeit der Festzeiten gemacht. Die Sonne weiß, wenn sie untergehen soll. Schickst du Finsternis, dann wird es Nacht. Nun regen sich alle Tiere in den Wäldern. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie fordern etwas zu fressen von Gott. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und rühren sich aus in ihre Verstecken. Nun macht sich der Mensch ans Werk und er tut seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr. In Weisheit hast du die alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Gütern. Da ist das Meer so groß und unermesslich weit. Dort wimmelt es von Lebewesen ohne Zahl, von kleinen und großen Meerestieren. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn, auch der Leviathan, die du geschaffen hast. So kann er im Meer sein Spiel treiben. Mensch und Tier halten Ausschau nach dir, damit du ihnen Essen gibst zur richtigen Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln es auf. Du öffnest deine Hand, sie essen sich satt an deinen guten Gaben. Wendest du dich ab, erschrecken sie.
Nimmst du ihnen den Lebensatem, dann sterben sie und werden zu Staub. Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Gesicht der Erde neu. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer. Der Herr freue sich über seine Geschöpfe. Ein Blick von ihm genügt, dass die Erde bebt. Eine einzige Berührung, dass die Berge rauchen. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Meine Gott will ich singen, solange ich bin. Mein Lobgesang soll ihm gefallen. Ich freue mich über den Herrn. Mögen die Sünde vom Erdboden verschwinden. Keinen einzigen Frevler soll es mir geben. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Geliebte in Herrn Jesus Christus, der Glaube ist wunderbar. Es bewegt mich immer wieder so tief, dass ich eine Gänsehaut bekomme. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitete, las ich in einem sehr alten Text. Darin würde die Bewunderung eines Gläubigen für Gott deutlich. Und auch noch viele tausend Jahre später berührt mich dieser Text immer noch. Ihr Lieben, es ist so schön, ich muss das einfach mit euch teilen. Der Psalm ist eine Hymne, das heißt ein Lobgesang an die Natur und knüpft an die Schöpfungsgeschichte in Genesis an. Es ist wie das Ausmalen eines Bildes in den schönsten Farben. Der Psalmist ist ein Mann, der tiefe Gedanken über seinen Glauben mit Gedanken über die Natur verbindet. Darüber hinaus besitzt er die literarische Fähigkeit, seinen Gefühlen starken Ausdruck zu verleihen. Er tut dies mit heiliger Ehrfurcht, aber auch mit aufrichtiger kindlichem Glaube. In diesem Psalm sieht sich die Zuhörer, also jeder von uns, selbst vor Gott. In seinem lyrischen Gebet druckt der Schreiber die Gedanken seines Herzens und seiner Seele aus. Diese Gedanken malen ihn schließlich das Bild des ein und einzigen allmächtigen Gottes vor Augen, der mit Weisheit und Majestät über allen thront. Der Dichter denkt zunächst über die Offenbarung Gottes als himmlischer König nach. Die strahlende Herrlichkeit und Heiligkeit des himmlischen Lichts, in dem Gott in seinem edlen Gewand erscheint. Sein königlicher Palast, den er auf wundersame Weise auf den stabilen Säulen in den funkelnden Wasser des himmlischen Meeres über den Dach des Himmels errichtete. Er benutzt die Wolken als Streitwagen, den Wild als sein geflügeltes Pferd, die elementaren Naturgewalten von Sturm und Blitz sind die Diener des Herrn der Herrscharen, die zuschauen werde, um seine allmächtige, göttliche Offenbarung zu sehen. Die Farben, mit denen er sein Bild malt, entnimmt der Dichter der Palette des altorientalischen Mythologie. Aber der Psalmist unterwirft diese Mythen aus dem Heidentum nur einen Glaubensgedanken.
der Vorstellung, dass der eine und einzige allmächtige Gott die Himmel erschaffen und sich seinem Willen unterworfen hat und sich unter seinen Willen gestellt hat, damit die Himmel Gottes Allmacht und Weisheit bezeugen können, damit Gottes Herrlichkeit offenbart werden kann. Letztlich sind alle Studien der Natur und der Schöpfung ein Ausdruck davon. Alles wissenschaftliche Wissen, das wir über die Schöpfung zu haben glauben, ist in Wirklichkeit nur ein Ausdruck des Glaubens und der heiligen Ehrfurcht vor der Allmacht Gottes. Mit demselben Staunen und der heiligen Ehrfurcht denkt der Dichter über den Ursprung der Erde nach. Mit seinen mächtiger, donderender Stimme vertrieb Gott die Flut, die einst die Berge bedeckte. Das geht auf die Vorstellung zurück, dass die antike Götter während der Schöpfung in Konflikt mit den Kräften des Chaos gerieten. So begann die Erde, geformt wie eine runde Scheibe, geformt wie eine runde Scheibe, die auf den Ozean schwimmt und würde schließlich fest auf den vier Säulen verankert. Wie sein himmlischer Palast ist auch die Erde ein von Gott gewirktes Wunder. Gott tat den ersten Schritt aus dem Chaos zur Erschöpfung des Kosmos. Obwohl unsere Vorstellungen von der Erschaffung des Universums völlig anders sind als die antike Darstellungen, sind die wesentlichen Elemente dennoch in unserem Glauben verankert. Unsere heilige Ehrfurcht für die schöpferische Allmacht Gottes, der die Kräfte der Natur seine Allmacht unterwerfen kann. Wir vertrauen Gott immer noch, dass er sich in der Ordnung der Schöpfung offenbart. Doch die Naturbegeisterung des Dichters rührt nicht auf seine Entdeckung der vielfältigen Schönheit der Natur her. Nein, seine Begeisterung rührt auf der Größe seines Glaubens. Aus seiner Perspektive von Gott als der Schöpfer des Himmels und der Erde. So betrachtet er jede einzelne natürliche Szene. Deshalb erfüllen auch die kleinsten, unbedeutendsten Details der Schöpfung, die eigentlich gar nichts mit menschlichen Zwecken zu tun haben, den Psalmist mit tiefer Hingabe an Gott. Denn jedes kleine Detail in der Schöpfung bestätigt ihm auch die Herrlichkeit und Weisheit des Schöpfergottes. Leben ist ohne Einfluss von Raum und Zeit nicht möglich. Deshalb hat Gott die Sonne und den Mond geschaffen, um sie als große Uhren der Welt zu benutzen. Aus den Sonnen- und Mondständen konnte auch schon die antiken Menschen, die noch keine mechanischen Uhren oder gedruckte Kalender zur Verfügung hatten, eine zeitliche Ordnung ableiten, die auch von Gott gewollt war. Der Dichter leitet daraus Gottes unvergleichliche Fähigkeit ab, Ordnung in der Schöpfung zu bringen. Gottes Weisheit drückt sich in der Tatsache aus, dass er die Nacht für die wilden Tiere reserviert hat, den Tag
für die Menschen, um sein Werk zu tun, damit das eine das andere nicht stört. Darin wird die Tiefe des Glaubens des Psalmes an Gott als Mittelpunkt von allem deutlich. Es zeigt ihn, es zwingt ihn, sich nicht ins Zentrum des Kosmos zu stellen. Selbst in unheilvolle Gebrüll der Raubtiere in der Nacht wird in Gottes liebevolle Vorsorge und Weisheit bewusst. Das Brüllen der Löwen ist nicht anderes als ein Gebet zu Gott. Dann staunt der Psalmist über die Unendlichkeit des Meeres, das von lebenden Organismen wimmelt. Von unendlicher Großen bis zu unbedeutenden Kleinen ist alles Gottes Werk und gehört ihm. Auch an die Seenungeheuer können wir nur mit Grauen denken. Auch der Leviathan, das antike mythologische Chaosmonster, die Verkörperung der Chaoskräfte der Sintflut, ist der Allmacht Gottes unterworfen. Gott ist so mächtig und so groß im Vergleich zu dem Chaosmonster. Das Chaosmonster ist nur ein Spielzeug Gottes. Mit dieser Aussage verbindet der Dichter seine heilige Ehrfurcht vor Gott mit seinen unerschrockenen, tiefen, kindlichen Glauben. Gerade der ausschließliche Glauben an den Herrn brachte die Idee hervor, dass das Monster des Chaos während der Schöpfung von Schöpfengott auf eine Kuscheltier reduziert würde. Die bewegende Naivität, einzig und reinste Form der Frömmigkeit des Dichters, finden ihren Sinn darin, dass es für Gott eine Freude war zu schaffen. Diese Freude kann von menschlicher Verstand nicht erfasst werden. So wie Gott alles Lebendigen ins Dasein gerufen hat, so wird auch das Leben von ihm erhalten. Die ganze Schöpfung wartet auf Gott, dass er wie ein gütiger Hausherr seine Hand öffnet und Nahrung über die ganze Erde streut, damit alle satt werden. Aber auch den ernsten Aspekten von Leben und Tod sprechen von Gottes Allmacht. Das Leben ist der Atem Gottes. Wenn Gott den Atem anhält, wird das Lebendige wieder zum Staub. Auf der anderen Seite entsteht Leben, wenn Gott ausatmet. Es ist ein zutiefst glaubenden Verständnis von Leben und Tod, von allem in der Natur. Der lebendige Gott hört nie auf, in und mit seiner Schöpfung zu handeln. Der Dichter sehnt sich nach einer Zeit, in der Freude, die Gott an seiner Schöpfung gefunden hat, mit der Freude an der Schöpfung und in ihn als Schöpfer beantwortet wird. Letztlich, es ist der Wunsch des Psalmisten, dass Gott angebetet wird, dass er auch in der Religion verherrlicht wird. Der Dichter öffnet sein eigenes Herz. Sein ganzes Leben sollte ein Lobgesang zu Ehre Gottes sein. Schließlich können die Bewunderung für die Schöpfung
und die Ehrfurcht vor Gott als Schöpfer nicht isoliert von unserem Leben in der Gemeinde verstanden werden. Geliebte, das Leben wird nicht in Abteilungen gelebt. Man hat nicht ein spirituelles Leben, ein Berufsleben, ein Familienleben oder ein soziales Leben. Nein, man hat nur ein Leben. Ja, dieses Leben hat verschiedene Aspekte und Facetten, und wir haben verschiedene Rollen in diesem Leben. Aber letztendlich ist alles in unserem Leben Teil eines größeren Systems. Deshalb glaube ich, dass der alte Kirchenreformer Johannes Calvin recht hatte, als er schrieb, dass es auch für ein Kind unmöglich ist, die Schöpfung zu betrachten, ohne sich gleichzeitig der Allmacht und Herrlichkeit Gottes bewusst zu werden. Dennoch sehen wir es täglich um uns herum. Selbst Physiker und Naturwissenschaftler, die sich intensiv mit Gottes Schöpfung befassen, weigern sich, an die Existenz eines Gottes zu glauben. Geliebte, das ist mir ein Rätsel. Aber es scheint mir, dass der Mensch immer noch arrogant genug sein kann, die Existenz Gottes leugnen zu wollen. Ich habe den Familiengottesdienst heute Morgen mit der alten Geschichte von Pocahontas begonnen. Ich habe den Kommentar dieser Märchen zu unserer Gesellschaft immer geschätzt. Die arrogante westliche Welt zertrampelt und zerstört die Erde mit all unserer Wissenschaft, Technologie und unser Wissen. Wir nutzen Gottes schöne Schöpfung schamlos aus und wir nennen uns zivilisiert. Wir blicken auf die erdnahen Kulturen herab und betrachten sie als wild und barbarisch. Wir holzen ihre Wälder ab, wir zerstören ihr Meeresleben, wir beuten sie aus, um in unsere unersättliche und unmittelbare Bedürfnis nach allem zu sorgen. Andererseits wollen wir sagen, dass wir so fromm und gläubig sind. Wie kriegen wir das unter einen Hut, Geliebte? Vergessen wir so leicht Gottes Gegenwart in der Schöpfung? Vergessen wir die lebensspendenden Kraft des Geistes Gottes, der ständig alles neu erschafft und berührt? Sind wir immer noch so begeistert von Gottes Gegenwart in der Schöpfung, wie dieser Psalmist? Wird uns Gottes Heiliger Geist immer noch so bewusst, wenn wir das Rauschen des Windes durch die Blätter hören? Spüren wir Gottes Gegenwart, wenn wir im Wald oder am Fluss spazieren gehen? Schweigen wir immer noch, wenn wir nur die Vögel zuhören? Setzen wir uns auf die Wiese und schauen uns die Insekten und Schmetterlinge an? Geliebte, die Analphabeten Pocahontas, die nicht einmal ihre eigenen Namen schreiben kann und nicht weiß, wie man Rohstoffe aus der Erde abbaut, lehrt den feingebildeten, zivilisierten John Smith aus dem hochentwickelten Britannien, Gottes Schöpfung neu zu schätzen. Sie lehrt ihn, sich in den kleinsten Details jedes Lebenswesen zu verlieren und sich von
Erhabenheit der Berge, des Meeres, der Flüsse und des Windes bewegen zu lassen. Geliebter, ich bin erstaunt. Wenn ich Psalm 104 lese, habe ich die gleiche Erfahrung. Ein primitiver, altertümlicher Israelit, der im Schein einer Öllampe irgendwie mit einem Stock auf eine Tontafel oder ein Papyrusrolle schrieb, lehrt mich. Mich mit meinem Smartphone, meinem Computer, meinem Automatikauto, mein Internet und mein Strom, mich wieder in Gottes Schöpfung zu verlieren. Geliebte, deshalb müssen wir diese Texte immer wieder lesen. Egal wie alt oder wie seltsam sie sind, den Gläubigen zu allen Zeiten teilen diese Wahrheit, dass wir den allmächtigen Gott hinter allem erkennen, was auf wunderbare Weise durch seinen Geist bei uns gegenwärtig ist. Über diese wunderbaren Glaubenserfahrungen müssen wir immer wieder miteinander reden. Denn so verkündigen wir auch Gottes Herrlichkeit. Auch vor der Unbegreiflichkeit des Leidens oder gar des Todes sollen wir uns nicht scheuen. Wir müssen auch weiterhin darüber reden und wir müssen es weiterhin als Offenbarung von Gottes Allmacht anerkennen und wir müssen weiterhin Gott als den Einzigen anerkennen, der Leben geben kann. Und dass das ewige Leben, das Gott gibt, immer stärker ist als der Tod. Geliebte, wie die Kinder sangen, von Anfang bis zum Ende, immer und überall ist Gott gegenwärtig. Dieser Glaube ist wunderbar. Es erfreut mich. Und es drängt mich zu Lob, aber auch zum Staunen und heiliger Ehrfurcht. Amen.